So, und da müssen wir jetzt aufpassen, die kommen aus allen Richtungen geflogen. Alter, das war so. Ja, ich bin irgendwas getroffen worden. Ja, die schießen auch noch, nur so halt. Ach so, ja, dann ist ja gut. Oh! Kuschelkurs, ne? Ja. Ich könnte ja mal demonstrieren, wie das aussieht, wenn man seinen Kumpel rumwirft. Na komm, hau rein. So sieht es aus. Wo ist meine R-Taste da? Wusch! So, dann fliegt er so unkontrollierbar da rum. Und macht alles kaputt. Ist soweit ganz gut. Ich glaube, kann man da wegboxen, oder? Ja, wegboxen kannst du. Ja, rumwerfen, ja, genau, rumwerfen. ist soweit ganz praktisch, weil der Kumpel dann Schaden an allen Gegnern macht. Dooferweise kann man nicht kontrollieren, wo man stehen bleibt. Kann also sein, dass man im Endgegner drin bleibt. Jetzt kannst du übrigens nicht mehr in die Propeller. Okay. Spoiler-Alarm. Man muss da reinziehen, oder? Wenn geöffnet ist, kann man da reinschießen. Wir haben geöffnet von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Ja, aber wo 10 Uhr? Ich habe gesehen, euer Pizzamann hat nur noch eine Stunde auf. Echt jetzt? Ich meine, ich mal gelesen zu haben. Ich kann mich auch täuschen. Gehen wir ein Stück zurück vielleicht? Nee. Ist da in der zweiten Minute drin? Nee, geh ich nicht. Ich will nicht zurück. Propeller. Na gut, dann. Bist du abgestürzt. Echt jetzt? Ja, ich hab das gar nicht mitgekriegt. Siehst du mal, wie wenig Energie du noch hattest. So, dann ist hier auch kaputt. Ja, das Problem ist, ich habe bei so Spielen immer das Problem, dass ich mich mit dem anderen Typen immer verwechsel. Deswegen versuche ich auf einer Seite zu bleiben und nicht Gefahr zu laufen, dass du mich verwechselst. Ist ja auch nicht so, dass die zwei verschiedene Farben haben. Oder nein. So. Eigentlich sogar vier unterschiedliche Farben. Ja, aber ja, gut, die sehen unterschiedlich aus. Drei unterschiedliche Farben und zwei Schattierungen. Was denn jetzt? Hat die Nutzer geschossen? Ich nicht. Ja, wir schießen hier nur blau und grün. Die Gegner schießen pink. Pink? Nein. Ist es pink? Nein, das ist eigentlich rosa. Das hier von dem Schiff ist teilweise pink. Das ist nicht pink, das ist ein dreckiges Rot. Farben und so, ne? Ja, ja. Ja, ups, falscher Knopf. Das wollte eigentlich ein bisschen Energie schnatzen. Ja, die hier können wir auch abwerfen. Hier diese blinden Löcher. Wir sind jetzt in Stage 4, ne? Das ist die vierte jetzt. Wir hatten das erste unter Wasser und China. China! China? Oh, wo sagt man nicht hier, oder? Bei euch? Nee, aber wo war das denn? Wer China sagt, muss auch Kacknaus sagen. Fuck! Nein, nicht fuck, kack! Das ist nur mit C. CH, ganz genau zu sein. Nee, aber es war, glaube ich, bei Borderlands war das. Das haben wir gestern gezockt und gestern ging uns das Spiel richtig übel auf die Eier. Und, dann war auch die Synchro da. Also, da hat auch eine hat Chemieabfälle gesagt. Synchro? Die Synchro hat Chemieabfälle gesagt. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr, ey. Das sagt man übrigens im Raum Baden-Württemberg. Da sagt man Chemie und Kack-Norris und China. Ganz schön, das finde ich dann. Kennst du das Gemüse? China-Kohl? Ja. China-Kohl? Finde ich super. Ja, unsere Deutschlehrerin sagt doch immer Chemie und so ein ganz Scheiß. Wer Chemie sagt, muss auch Kack Norris sagen. Das kannst du das nächste Mal tun. Ja, das war auch. Komm nicht an die ran. Das haben wir denn noch gesagt? Da gibt es irgend so ein komisches. Machst du mit deiner Energie? Irgend so ein komisches? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Keine Ahnung. Umschreib's mal. Ich komme wieder drauf. Nein. Du wirst da nicht drauf kommen. Das hat was mit einer Analyse von einem Text zu tun. Text? Ja. Hier Interpretation gedöns. Keine Ahnung. Ja gut, also richtig. Dave! Dave, genau! Irgendwas mit CH. Deutsch Heini. Mal irgendwas mit CH. Ich kann mich jetzt auch leider überhaupt nicht darauf konzentrieren. Ist ja egal. Guck mal, wie kranker Japano-Scheiß. Da müssen die in 12.000 Kilometer Höhe müssen die das Deck schrubben. Bei minus 50 Grad. Und da kommen so zwei komische Raumschiffe mit Ärmchen und Beinchen und
können Bomben werfen. Und dann kriegst du auch nur eine Bombe auf den Kopf. Die tun einem noch nicht mal was. So, da du das jetzt eingesammelt hast. Guck mal, die finde ich auch toll. Die sind das Fallschirmspringer. Das sind Fallschirmjäger. Die springen gleich ab und dann. Und haben? Ja. Und dann kann man sie abschießen. Das ist voll böse, ey. Fallschirm. Ach, böse. Nö, warum? Ich hab die ganze Zeit da gesessen. Die gleich, machen einen noch nicht mal gleich was. Gleich bin ich soweit. Ich spring gleich ab. Die greifen einen noch nicht mal an. Ja, das ist auf Stufe 4 jetzt. Warte mal, wie das ist auf Stufe 7. Nee. Also nur mal Spoiler Alert. Dieser Nippel da, der ist ganz gefährlich. Nippel? Siehst du den Nippel da am Schiff nicht? Nein, du hast mein Schütze. Nein, hab ich gar nicht. Da guckt der Nippel da, den da. Böhm. Ach, der, ja. Der Nippel. Der ist gefährlich, bleib weg. Ist das so ein mega Laser? Nö, das nicht. Aber. Hallo. Ich hab doch gesagt, du sollst wegbleiben. Ich bin ja nicht am Nippel gewesen. So, komm. Der Box ich ein. Box. Alter. Und dann nur noch in meiner Farbe, ne? Oh. Blau war auch dabei. Mach mal nicht so ein Fass auf. Doch. Ja, guck. Blau und lila. Pink. Oh. Ja, und was bin ich? Blau und lila. Nee, auch blau. Es wäre ja ganz gut, wenn einer von uns abstürzen würde und dann schnell wieder zurückkommt. Na, oh nein, du bist Game Over. Nein! Verfluch! Musst du jetzt für immer? Ich weiß es nicht. Ich teste es jetzt einfach mal. Ist das der Endgegner? Nee. Es war nur der Zwischengegner. Wie du siehst, der ist jetzt auch abgehauen. Könnte nochmal kommen. Spoiler Alert. Vielleicht kann ich ja irgendwie was einsammeln, was mir im Leben, zusätzliches Leben wiedergibt. Wenn du gleich Game Over gehst. Wäre ich dafür. Das wird vielleicht ein bisschen runterstauben von dem Schwierigkeitsgrad. Da müssen wir von vorne anfangen. Achso, kann man. Hallo, 93! Ich dachte, das wäre dann Ende, wenn du Game Over gehst. Ja, wir waren da gerade eben schon mal Game Over. Ja, guck mal, falsch im Film. Stimmt. Ich weiß halt nur nicht, wo wir dann nochmal anfangen müssen. Da konnte niemand einen Fallschirm aufmachen. Ich hab schon abgeschossen. Ich versuch's jetzt einfach mal, vielleicht. Die gehen ja gar nicht mit einem Schuss kaputt. Was kann, machst du nicht deinen Dingsbums an? Mein Kotzeritis? Ja. Ach komm, mal probieren. War so einfach. Ja, aber jetzt sind sie alle weg. Ich versuche jetzt einfach mal, ich kann jetzt gar nicht schließen. Ich versuche mal so viele Freunde zu sammeln wie möglich. Ich meine nämlich im Kopf zu haben, wenn man mehr als drei Freunde hat und dann noch eine einsammelt, oder drei Freunde hat und noch eine einsammelt, dann kann der zweite Spieler nochmal dazukommen. Oh, das wäre ja der Überblick. Nicht kaputt machen. Der dritte und noch ein. Und vielleicht nicht irgendwo dagegen fliegen. Ich bin ganz gut. Propeller und so ein Kram. Kommt schon grün. Das ist einfach so viel Bullshit auf dem Bildschirm. Es ist eigentlich. Da war grün. Da war grün. Komm, grün. Blau. Okay, ich mach noch einen. Ein Deckschrubber. Put. War der letzte. Steht da? Put? Nee, tut. Komm schon grün. Am besten vielleicht noch vor dem Endboss. Pink. Also rosa. Ist doch ein Wild. Rosa! Gut, rosa. Da kommt jetzt übrigens der Boss. Ich hab immer noch kein grünes. Komm schon! Ich hab ein Schutzschild. Zum Glück. Jetzt kommt er gleich von links. Da ist grün! Komm schon. Okay, probier mal. Nein. Nein, ist ja langweilig. Wir sind so frei, komm. Stirb! Guck, wie schnell das ging. Da stand eine 1 neben deiner. Ja, das war, What? Say what? Ich bin nicht nochmal von vorne. zu der 1. Ich habe ja 4 eingesammelt und noch einen grünen. Das heißt, ich krieg da 1. Wenn du jetzt einen grünen eingesammelt hättest, wäre die 1 bei mir weggegangen und auf 0 zurück. Das okay. Ist quasi so. Ich will nicht nochmal von vorne. Wir machen das einfach auf einen leichten Schwierigkeitsgrad. Wie weit runter willst du denn? 0. 0? 0 gibt's nicht. Wie, das gibt es nicht? Nee, gibt nur 1. Komm, mach 2, dann ist es nicht ganz so erbärmlich. Okay, also ja, wir spielen dann auf Stufe 2. Nee, das ist Stufe 8. Habt ihr euch verguckt?
One. Yeah, yeah, nochmal Namen neu eingeben. M, B, A, C, G, I, U, nee, ist das ein V? Ja, das ist ein V. Magnella. Ich hab extra noch bei dir geguckt, was du da machst. Links. Surround Sound. Boah, jetzt müssen wir alles nochmal spielen, ey. Aber gut, dreiviertel Stunde, ne? Ja. Meine Gegnerin war anscheinend könnte, dass ich diagonal fliegen kann, aber ist okay. Nächste Mal. Du musst dich jetzt dran gewöhnen, dass die Hälfte der Gegner nicht mehr schießt, ne? Also gar nicht mehr. Die fliegen einfach nur noch rum. Ja, die fliegen nur noch rum. Wenn du einfliegst, bist du selbst dran schuld. Das ist ein Freund. Und blau, ich kann nicht diagonal fliegen. Das Grau. Was denn macht das? Der dicke Schuss. Der dicke, dicke. Jo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Poppy Wimpy. Wir haben vorher nicht geübt oder gespielt oder so. Kannst du jetzt als Einstieg nehmen, wenn du willst. Nee. Die hier schießen jetzt zum Beispiel nicht mehr. Die laufen jetzt einfach nur noch nämlich rum. Und machen gar nichts. Die haben vorher geschossen. Echt? Ja. Die machen dann jetzt übrigens gar nichts mehr, ne? Also die laufen da nur rum. Die sind so gemein und werfen Bomben aus. Auf die... Oh, ich hab den Namen wieder vergessen. Toko Toko. Toko Toko, genau. Ach, ficken, ey. Das ist ein Herz. Braucht kein... Diese brauchen wir nicht. Zack. Die Schwierigkeit ist gerade zu leicht für mich. Jetzt, nein, ich gebe, übertreibt man nicht, ja? Ich gebe zu, ich habe es noch nie auf, ich glaube, mehr als drei gespielt. Guck mal, nur mein Herz. Noch ein Freund. Den hätte ich gern. Aua. Super. Um den Freund zu kriegen, habe ich einen Freund verloren. Ich habe gar keine Freunde. Ich bin doch da. Kann auch wieder gehen. Nein. Dann kann ich das Spiel nicht durchspielen. Nur auf Stufe 1. Guck mal, Herz. Ach, ich werde auch noch hier getroffen, ey. Du hast noch was gesagt, von wegen weniger erwärmlich, ne? Du wolltest. Für dich. Für mich ist 1 ist ja Pippi. Ist ja mit fast verbundenen Augen. Ich hab. Ja, hallo, ich hab Silver Surfer durchgespielt. Guck mal hier, das ist mal wieder ein bisschen Energie. Ich hab Mega Man durchgespielt, 1 bis 3. Ja, dann kommt bei mir auch noch irgendwann. Hoffentlich. Ich will das sehen. Wartest du drauf? Ja. Du schlagst doch mal den Projekt vor. Oder willst du Hauptprojekt sehen? Hauptprojekt. Hauptprojekt. Da muss ich ja erst wieder nach Hause. Aber ist ja lange vor. Erstmal Mega Man Zero. X-Zero fertig spielen. Weißt du, was ich meine? Ich mag die Super Nintendo-Teile, mag ich irgendwie nicht so. Ja, gefällt dir der Grafikstil. Genau. Kann ich auch verstehen. Ist ja ein Unterschied, wenn ich jetzt diagonal fliegen könnte. Ich kann niemand. Hallo, flieg mal nach unten. Dann will ich nach unten fliegen. Ja, kann ich verstehen. Ist. Oh. Falscher Knopf. Wollte ich gar nicht, ja. Ich wollte eigentlich. Boxen. Den. Ja, vor den Melonscheiben musst du dich übrigens nachnehmen. Gesundheit, was auch immer der gerade gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich muss rülpsen. Aber der kommt nicht. Nee. Er hängt fest. Die Sau. Ich würde mal den Vorschlag machen, wenn wir das Level hier geschafft haben. Was hier jetzt wieder 10 Minuten dauern wird. Eine Pizza mal bestellen. Zum einen das und Pipi-Pause. Ja, ich muss auch pullern. Nein, ich hab mein Schild verloren. Das ist ein Freund. Freund für dich. Ich krieg das hin. Was denn? Den Freund zu behalten? Oder? Ja. Da sind übrigens auch welche mit Fallschirm. Fällt mir gerade auf. Die vom Rand da reingeflogen kommen. Die nicht lange überleben. Da kommt ein Schild. Großes Schild, ich hab's nicht gesehen. Du hast die rosa Glocke gerade verballert, die war direkt über mir. Nee, nee. Das ist übrigens eine blaue. Also eine grüne, die will ich haben. Ah, voll over. Den hätte ich auch gerne selbst zerballert. Voll overpowered, ey. Overpowered ist, bin ich noch lange nicht. Ich kann hier noch einen vierten einsammeln. Das ist nochmal ein Schild. Kann ich so einsammeln? Nur? Da kommt's. Nimm ich halt. Zack. So, jetzt. Mein Dingsy ist weg. Ja, weil ich einen eingesammelt habe. Jetzt hast du übrigens noch. Ich hab den Superschuss verpasst. Du hast jetzt übrigens oben eine 1 stehen. Das heißt, wenn du getroffen wirst, verlierst du diese 1 statt Leben zu nehmen. Weil es wäre ja eigentlich ein Freund, wenn ich den nicht einen Freund geklaut hätte. Ja. Ah.
mag die Musik. Japan. Scheiße. Der schießt jetzt, glaube ich, auch ein bisschen weniger als vorher. Noch? Auf Stufe 1 wird er übrigens überhaupt nicht schießen. Hauptsache nicht in Gegner reinfliegen. Ja. Du musst durchkommen, ohne irgendwo reinzufliegen. Das ist die Hauptaufgabe. So, ich bin jetzt gar nicht sicher, wer. Ja, natürlich. Ich bin schon in die Kanone reingeflogen. So, hier ist dieser Captain dran. Das ist jetzt, hast du oben nur deine Nullfälle. Ich konnte dich nicht mehr retten. Ich hab gehört. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Komm wieder zurück. Nee. Nee, will ich. Oh, bist du hier mal fertig da oben? Ja, natürlich. Ey, ich mach hier gar nichts mehr. Wie willst du mich das ganze Spiel machen lassen? Ich kann nicht diagonal fliegen. Das ist wichtig in dem Spiel. Komm mal hier. Boing, boing, boing. So. Ja, das hatten wir schon. Können wir überspringen. Dann würde ich sagen, machen wir mal Pause. Wie viel Zeit haben wir? Ja, könnt sogar für ein Part hinhauen. Für einen Schnitt. Ja. Machen wir mal Pause.